Hallo und herzlich willkommen zurück hier im LS19 auf der Ravensberg. Ja, im letzten Video haben wir die Strohballen verkauft. Und nebenbei auch noch Auftrag gemacht gehabt, dreschen. Sind wir aktuell jetzt noch dabei, auf dem anderen Feld aber. Ne? Also wir machen weiter als Lohner. Ich denke mal, das wird aber erstmal soweit das letzte Feld sein. Zumindest was das Dreschen angeht. Als Lohnauftrag, sag ich mal, ne? So, wie gesagt, wir hatten ja im letzten Video die Strohballen verkauft. Da sind wir ja zur Scheune Langenheide gefahren. Da hatten wir für einen Anhänger 4.666 Euro gekriegt. Und dann habe ich mal geguckt, was wir an der Scheune Ravensberg bekommen für einen Anhänger voll. Haben wir 5.018 Euro bekommen. Also wir hätten beide oder alle Anhänger lieber zur Ravensberger Scheune bringen sollen, oder Scheune Ravensberg. Hätten wir ein bisschen mehr gekriegt. Ist jetzt nicht so schlimm, muss ich sagen. Aber naja. Ne? Ihr wisst ja, hätte, wäre, wenn, aber ist alles nicht so schlimm. So, wie gesagt, jetzt sind wir hier erstmal im letzten Feld, was das Lohndreschen angeht. Ich muss mal gucken. Also ich bin eben nochmal am Feld vorbeigefahren. Unser Heufeld, sag ich jetzt mal, oder unsere Wiesen. Ja. Ich weiß nicht, ob das noch was wird. Ich weiß nicht, ob das noch was wird, dass wir dann noch Heu runterkriegen. Ich glaube bald nicht mehr. Also müssten wir das einfahren. Ich habe noch ein Silo am Hof. Ich habe auch noch ein Silo bei den Schafen. Und Schwein. Aber das ist ja eigentlich... Ja, wird es morgen nicht regnen, dann wäre das kein Problem, aber so. Ja. Oh, nicht das richtige Wetter hier, du. Oh, nicht das richtige Wetter. Ich muss mal gucken, wenn wir hier fertig sind. Selbst wenn es ein bisschen später werden würde, dann wird es halt mal ein bisschen später, dann arbeiten wir mal bis in die Nacht hinein. Wenn es nun mal nicht anders geht, geht es nun mal nicht anders denn, ne? Weiß ja gar nicht, was haben wir jetzt hier? 72%. Ein Anhänger voll habe ich schon weggebracht. Da war auch noch die restliche Gerste von den Feld. Ne, da sind wir von dem Feld 19. War noch die restliche Gerste hier drin. Oder im Anhänger noch drin, die restliche Gerste. Mal gucken. Ob wir den Rest jetzt alles mit nach Hause nehmen können. Das wäre ja, ich sag mal, mehr oder weniger Bombe. So zwei Anhänger voll, das wäre schon nicht so schlecht, ne? Gäste haben wir gar nicht. Hätten wir auf jeden Fall ein bisschen was, ne? Puh, sieht sich gerade so aus. Weil ist auch nicht gerade, ne? Also wir müssen von oben nach ganz unten fahren. Zuckerfabrik, ich wusste, wie gesagt, ich wusste gar nicht, dass Zuckerfabrik auch Gerste nimmt. Ich gedacht, der geht eher so
nur Zuckerrüben rein. Ja gut, schnell, ne? Abgehändet. Nicht. Ja, ich glaube nicht, dass das. Ich glaube, wir müssen noch mal ein bisschen was runterbringen. Schade eigentlich. Ich hätte gerne so zwei Anhänger voll, hätte ich schon gern behalten. Und dann müssen wir mal gucken. Erntemäßig, nee, ist noch nicht so weit. Erst ja im Herbst. Obwohl, den Mais könnte ich schon. Obwohl, morgen wird's regnen. Ja, ich weiß auch nicht, was ich mit dem Mais mache. Entweder dresche ich ihn oder ich hexe. Kopf ist wie gesprungen. Ich muss für beides Geld ausgeben. Ich glaube, ich werde den mal eher eher dreschen anstatt häckseln. Müssen wir uns nämlich nur einen Aufsatz mieten für den Drescher. Ja, wir werden den Mais wohl dreschen. Wir werden den Mais wohl dreschen. Ist ja sowieso noch nicht so weit. Wie gesagt, ja doch. Wir werden den Mais wohl dreschen. Habe ich auch schon längere Zeit nicht mehr gemacht. Silo haben wir ja was drinne. Und wenn das Gas nicht trocknet, haben wir sogar noch ein bisschen mehr Silo. Oder Silage. Kompost haben wir ja auch noch, den wir irgendwann mal verschäbeln könnten. Ich glaube, das wird nichts. Ja, dann muss ich doch noch was wegbringen. Schade. Schade, schade. Na gut, wenn wir einen Anhänger voll kriegen, das wird mir auch schon reichen. Gut, ich weiß gar nicht, ob ich den zweiten Anhänger überhaupt ganz voll kriege. Naja, mal gucken, was uns denn. So, wir kriegen hier 5000. Vielleicht machen wir hier nochmal 10.000 Düngerauftrag. Ah, muss ich auch mal erstmal schauen. Ne? Ne? Da muss ja irgendwas drauf sein. Was? Kartoffeln also. Ja. Kartoffeln.
Reicht das noch? Geht nur gerade so aus, ne? Den zweiten Anhänger werden wir nicht mehr voll kriegen. Aber dann würden wir wenigstens den Anhänger, den zweiten auskippen, dann hätten wir nämlich einen ganzen Anhänger mit Gerste wenigstens noch. Ich sag mal, so viel lief der Drescher ja noch nicht, ne? Also so jetzt 6 Stunden ungefähr. Und schon fast der ganze Tank, ne? Also ein bisschen mehr als die Hälfte ist raus aus dem Tank. Ne, wir mussten ja auch, ich sag mal, von vorne anfangen. Wir sind zwar trotzdem in der Anführungsstrichen zweiten Saison. Aber, ja, kann man so machen, ne? Gut, dann hat der Drescher auch erstmal ein Päuschen verdient, wenn er hier fertig ist. Morgen soll es sowieso regnen. Morgen soll es sowieso regnen. Können wir sowieso nix dreschen. Also das wird ganz knapp. Also das wird ganz knapp hier. '94, oh Junge, Junge, Junge. Also das machen wir jetzt noch zu Ende. Wenn die Folge 1-2 Minütchen länger geht, dann geht sie heute mal 1-2 Minütchen länger. Und das will ich jetzt noch wissen. Das will ich jetzt wissen. Reicht es oder reicht es nicht? '96, oh Mann. Knappe Kiste wird das hier.
knappe Kiste wird das. Sind wir noch bei 96, ja. Das wird doch nichts mehr. Schade. Muss ich echt nochmal runterfahren, wegen so ein bisschen. Hier steht auch nichts mehr. Wegen 2-3% nochmal runterfahren. Shit. Ah, 2,5% haben gefehlt. Naja. Okay, Leute. Gut, ich werde nochmal runterfahren müssen. Schade eigentlich. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Gerne auch ein Abo. Würde mich auf jeden Fall riesig drüber freuen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielleicht beim Heu machen. Wer weiß. Mal sehen. Mal schauen. Also, macht es gut. Bis dann. Tschüssi.